Hi Leute, willkommen beim Phantasis Studio und ja, willkommen bei einem neuen Tag hier im Studio und bei einer neuen fertigen Armee. Ja. Wir haben für einen Kunden eine ziemlich große und umfangreiche Bretonenarmee bemalt. Ja, Bretonen für Warhammer Fantasy, beziehungsweise eine der zahlreichen Varianten, die es mittlerweile gibt seit dem ja, Ende von der Warhammer Fantasy. Ja, die Armee wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, denn sind wir mal ehrlich, zum einen sind solche Armeen relativ selten, zum anderen, auch als die Bretonen noch wirklich in und hip waren und sehr beliebt in der Fantasy-Welt, hat man sie doch relativ selten gesehen. Und das hat auch einen guten Grund. Die Modelle sind einfach wirklich verdammt aufwendig. Ihr könnt euch denken, das hier ist ein etwas größeres, umfangreicheres Projekt gewesen, auch was das Finanzielle angeht. Dazu muss man ja noch sagen, dass die Bretonenmodelle ja tatsächlich ganz schön im Wert gestiegen sind. Schwer zu kriegen sind manche Figuren. Also eigentlich ist bei den Bretonen mittlerweile alles schwer zu kriegen. Sogar, wie mir der Kunde, dem die Armee gehört, gesagt hat, sogar die Decals sind mittlerweile wirklich nahezu mit Gold aufzuwiegen, was eBay angeht. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier insgesamt, ich mache noch mal kurz so einen Gesamtschwenk, über 200 Modelle, ich glaube 220 Modelle in den Dreh. Ich müsste genau noch mal in dem Angebot nachgucken. Und es ist so ein ja, es ist so durchgemischt. Wir haben die meisten Landsknechte, also das einfache Fußvolk auf Level 3, die meisten Ritter auf Level 4 Skirmish und dann die ganzen Charaktermodelle auf Level 5 Charakter. Ja, wo fange ich denn an? Am besten mal hier vorne bei den ganzen Landsknechten und den Bogenschützen. Großen Dank an den Kunden, denn der hat die Modelle uns schon alle gebaut geliefert, sodass wir sofort mit dem Bemalen anfangen konnten. Und es sind an die, ja, wie gesagt, 124 Landsknechte. Sehr cool hier vorne auch diese Pfähle mit den Ketten so ein bisschen und diese ganzen Feuerkessel. Sieht einfach nochmal eine ganze Nummer interessanter aus und nicht einfach nur so ein Block an Bogenschützen. Wir haben da drüben einen Haufen von Andi 60 ja, Speerträger, Pikenträger mit den Schilden. Und es ist sehr, sehr cool bei den ganzen Modellen. Ihr seht hier im Hintergrund, der Herzog hat dasselbe Wappen wie die ganzen Landsknechte hier auf dem Schild. Das war dem Kunden sehr wichtig. Darauf haben wir geachtet, dass eben auch eine entsprechende Zuordnung vorhanden ist. Also welches Fußvolk quasi zu welchem Ritter gehört. Und das zieht sich so thematisch durch die ganze Armee durch. Hier seht ihr dieses riesige, ja, diese drei riesigen Blöcke sind, glaube ich, insgesamt 45 Stück an Rittern des Königs, da natürlich farblich bunt durchgemischt von den Decals, aber immer halt so, dass es zu dem jeweiligen Ritter passt. Auch eine ganz besondere wichtige Sache ist, dass bei den Bannern eben, dass man darauf achtet, dass die entsprechenden Abziehbildchen seitenverkehrt angebracht sind, dass es halt einfach passt. Bei den Rittern außerdem, es sind so auf den Pferdedecken und den Schilden in Summe, sind es an die 5 bis 7 Decals pro Modell. Und wenn ihr euch dann überlegt, dass das allein hier 45 Ritter sind, dann könnt ihr euch ungefähr mal vorstellen, wie viele Abziehbildchen hier geklebt wurden. Wir haben die Pilger, die ja diese Schilde, interessant, das wusste ich gar nicht, die tragen die Schilde ja verkehrt rum mit der Spitze nach oben. Und dann diese Gralsreliquie, ein total abgefahrenes Modell in der Mitte. Wir haben die Questritter, die haben wir jetzt farblich ein bisschen abgegrenzt. Nicht direkt abgegrenzt, wie soll ich sagen. Die sind so ein bisschen schmutziger geworden im Vergleich. Nicht ganz so strahlend wie der Rest, weil es nun mal ja die Questritter sind, die halt viel unterwegs sind und dadurch einfach von der Gesamtoptik her ein bisschen staubiger. Diverse Charaktermodelle, den grünen Ritter haben wir hier auch. Das ist ganz interessant für mich, als ich mit Warhammer so in Berührung gekommen bin, damals Warhammer Fantasy, war das für mich so ein total beeindruckendes Modell, der grüne Ritter. Heute reicht er ja noch nicht mal von der Größe her einem regulären Stormcast irgendwie das Wasser. Also, das ist wirklich erstaunlich, wie in den letzten Jahren die Modelle immer größer geworden sind. Ist teilweise echt irre, gerade wenn man so Kavalleriemodelle irgendwie nebeneinander hält. Kann ich mir auch schlecht vorstellen, so eine Bretonenarmee jetzt gegen so eine moderne Age of Sigmar-Armee, die man ins Feld führt. Es ist ja von den Regeln her möglich, aber sieht bestimmt sehr interessant aus. Ja, wir haben hier, upsala, ein Trebuchet, da hinten kommt gleich noch ein zweites. Wir haben diverse Damen bzw. Zauberinnen. Wir haben Gralsritter, einen ganzen Block, ich glaube, das sind 12 Stück. Da nochmal die ganzen versprochenen Damen. Jeweils beritten und zu Fuß in den zig Varianten. Also ich glaube, der Kunde hat hier wirklich einen kompletten Rundumschlag gemacht. Hat auch ein Weilchen gedauert, sich das alles zusammenzukaufen. Noch ein Trebuchet. Die Besatzung darauf ist übrigens magnetisiert, kann man also alles abnehmen.
Wir haben jede Menge Greifen. Hier, wie ihr seht, nicht Greifen, was sage ich denn da, Pegasus-Reiter. Wie ihr seht, die Schilde fehlen noch, die sollten wir für den Kunden ablassen. Das wollte er dann selbst machen, aber auch da ist es mit den Decals entsprechend zugeordnet. Da hinten das Modell des Königs, auch sehr, sehr cool. Wir müssen uns noch was vielleicht für die Bannerstange überlegen, da nochmal Rücksprache mit dem Kunden halten. Und ja, die ganzen Ritter, den Herzog und das Fußvolk habe ich euch ja gezeigt. Es ist wirklich irre viel Zeug, hat aber tierisch Spaß gemacht, das Ganze zu machen. Bretonen, klar, mittlerweile gibt es viele, viele andere Hersteller, die ähnliche Ritterheere und dergleichen anbieten. Es ist halt wirklich tierisch aufwendig mit den vielen verschiedenen Farben. Und ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. Das war mal so ein bisschen der Rundumschlag für diese Armee. Mehr Bilder findet ihr wie immer auf unserer Webseite www.phantasos-studio.de. Und da kommt ihr dann zur Bildergalerie, könnt euch viele Modelle noch mal im Einzelnen in aller Ruhe ansehen. Und ich sage es ja immer wieder am Ende von den Videos, wenn ihr möchtet, dass wir eure Traumarmee verwirklichen, ich meine, muss ja jetzt nicht gleich immer so ein riesen Ding sein wie hier mit über 200 Modellen, dann könnt ihr euch bei uns melden, entweder telefonisch oder per E-Mail. Die ganzen Daten findet ihr auch auf unserer Webseite. Und dann können wir ja mal gucken, dass wir euer Traumprojekt irgendwie verwirklicht bekommen. Ja, das war's für heute und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.